Seit nun 22 Jahren steht das historische Bankgebäude in der Friedrichstraße in Schwerin leer. Udo und Monika Giusté haben sich der Rettung und Wiederbelebung des denkmalgeschützten Objekts angenommen. In ein paar Jahren soll hier ein 4-Sterne-Plus-Hotel mit 104 Zimmern stehen. Unter anderem auch mit einer Galerie und einem Restaurant. Insbesondere die Kunst und Details aus DDR-Zeiten sollen im Neubau erhalten bleiben. Die österreichischen Hotelentwickler sind trotz einer hohen Investitionssumme zuversichtlich. Unter anderem betreiben sie erfolgreich das Schlosshotel Wendorf. Das Gebäude hat uns einfach gefallen und die Straße, glauben wir, dass sie eine gute Straße ist, und wir glauben, dass sich Schwerin ja sowieso in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat, und wir können uns vorstellen, dass Schwerin so etwas in einer bisschen gehobene Klasse brauchen kann. Das ist unsere Idee. Ich denke, das wird Schwerin und auch die Friedrichstraße, sage ich mal, sehr gut voranbringen. Wir brauchen mehr Hotels, das war ja schon lange klar. Und es ist super, dass es jetzt soweit ist, dass wir dann auch noch ein 4-Sterne-Plus-Hotel hier bekommen. Die Entkernung des Gebäudes ist bereits abgeschlossen. Im Herbst soll der Umbau beginnen. Die ungefähre Bauzeit für das Hotel soll rund 20 Monate betragen. Voraussichtlich Anfang 2024 wird das Gebäude im neuen Glanz erstrahlen.